Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten, Toto, beim Clan. Ja, ich bin im Clan The Disabled mit dem Thorsten. Ich bin so ein bisschen mit meinem Rathaus 12er unterwegs. Vielen lieben Dank übrigens für die, die mich eingeladen haben. Komm bei Cloud rein, komm hier rein, komm da rein. Nein, ich wollte ja einfach nur ein bisschen Auszeit genießen und habe gedacht, ich besuche mal meine RH9-Accounts, denn auch da gibt es dieses kleine Problem. Ihr habt das im Thumbnail gesehen. Mit dieser Karre. Ja, diese Karre ist unmöglich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte schon mal ein Video Fluch oder Segen. Ich weiß nicht, ob die Karre ein Fluch oder ein Segen ist, aber zu heilen ist sie nicht. Aber ich meine, für andere Truppen ist der Heilzauber sicherlich ganz gelungen hier. Und so ein Angriff hier, wie der Danger macht, im Rathaus 10-Bereich, also 10 auf 10 mit zwei Single-Infernos, der ist mir noch nicht so gelungen. Ich kann, muss ich sagen, mit meinem Rathaus 10er im Moment, oder ich kann es nach wie vor nicht, Hexenbowler und gerade den beiden Infernos so hart hier entgegenzulaufen, ist schon eine sportliche Geschichte, muss ich mal so sagen. Ja, aber er hat die Karre richtig gut genutzt, denke ich mal, er hatte Walküren in der Karre. Und ich denke, das war hier die richtige Wahl, denn die Walküren, als die Karre denn aufging am Rathaus, die gehen natürlich direkt ans Rathaus, so ein paar Skellies sind dann sicherlich noch da und oh, die Bombe, die hat nochmal richtig wehgetan hier in der Mitte und vielleicht hört ihr es, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, ein bisschen erkältet, aber mittlerweile kriege ich durch die Nase immerhin wieder Luft, also zwei Tage die Nase zu und ihr kennt das sicherlich, dieses Gefühl, wenn unter den Augen die Wangenknochen auch immer so dick erscheinen und man hat das Gefühl, man hat ja eigentlich irgendwo ständig Kopfschmerzen. Also ein bisschen kotzt es mich an, muss ich sagen. Vor allen Dingen, dass ich dann teilweise auch keine Stimme habe oder wenig Stimme habe, so wie jetzt eigentlich auch. Ich glaube, sie ist ein bisschen rau und angeschlagen. Jetzt ist gleich nur noch der Inferno da. Und es sind auch noch ein paar Hexen da, die produzieren glücklicherweise immer wieder die Skelette. Denn der Inferno brennt natürlich Stück für Stück und er braucht ja nicht mehr lange zum Aufladen. Stück für Stück hier die Skellies weg. Und jetzt kommen die allerdings von zwei Seiten. Jetzt muss er sich auch ein bisschen entscheiden hier in der Mitte. Und ich glaube, er hat sich ganz gut entschieden, dass er die Hexe erstmal im inneren Bereich nahm, denn im äußeren Bereich machen die beiden Hexen mit den vielen Skeletten, die noch von einer anderen Hexe kamen, den Inferno auch platt. Also Glückwunsch hier, Danger, schön gemacht hier, cooler Angriff. Und auch der, oder überhaupt dieser CK, ging hier gewonnen. Also wie gesagt, ich bin im Clan disabled. Ich habe mich einfach mal ein bisschen als Gast eingeschlichen, denn ich war vorher einen Tag beim Clan, wo der Alex drin ist, also beim Clan kampfunfähig, und habe auch dort gemerkt, die nehmen nur noch Rathaus 12er auf, wegen der Karre. Leute, was ist denn los? Nur wegen dieser Karre? Die Karre ist ja scheinbar so wichtig geworden, dass die 12er händeringend jetzt irgendwo gesucht werden, nur damit sie eine Karre spenden können. Und auch hier im Clan ist es so, ich meine, hier gibt es einen Clan oder hier gibt es einen einzigen RH12 nur, der muss dann alle Karren spenden. Es ist einfach so. Aber der Clan hat eine nette Serie. Ich freue mich auch schon auf die 500 Siege, die gewonnen werden. Und die 13er Serie ist natürlich richtig, richtig nett. Ich hoffe, die verlassen wir nicht hier mit 100%. Ich bin hier seit 2 CKs wieder dabei. Zweimal 100% gerockt hier. Richtig schönes Ding. Und aber ist es jetzt ein Fluch oder ein Segen? Ihr könnt mal selber gucken. Ich habe auch mal einen Farmangriff für euch. Und auch da habe ich mal die Karre genutzt, allerdings habe ich meine Karre genutzt. Meine Karre ist jetzt auf Rathaus oder ist auf Level 2 und ich halte das mal eben an. Grüße übrigens an den Clan Besserwerder. Der Clan Besserwerder, ich weiß, mein Kumpel Olli, der war schon mal da, hat schon mal ein Video gedreht. Das ist ein Clan, der ein bisschen kleinere Accounts hat, also wenig 11er, 12er, 9er, 10er, sondern eher in den anderen Bereichen 8, 7, 6, 5, 4. Soweit geht es, glaube ich, runter. Ab 4 kannst du Clankriege spielen oder ab 3. Und ich bin einmal abgelehnt worden damals und bin dann in diesen Clan einfach nicht mehr reingegangen, weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, habe ich, glaube ich, schon mal erklärt, wenn die mich einmal ablehnen, dann nehmen die mich auch nicht nochmal an. Und ich habe immer ein doofes Gefühl, dass du dort nicht erwünscht bist. Aber ich habe ihn getroffen, hier den Sweetheart vom Clan Besserwerder. Und ihr seht das hier, der Not ist ganz nett. Auch wer es jetzt bemerkt hat, ich bin relativ hoch in der Liga. Ich bin jetzt in Titan 2 mittlerweile. Und ich kann eure Frage vorab beneinen. Nein, ich habe nicht die pure Absicht, in Legende zu gehen. Wenn es sich denn ergibt, glaube ich,
dann ergibt es sich so, ich mache da jetzt keinen Hype raus, aber irgendwas ist so ein bisschen inkomplett noch an meinem ganzen Profil. So, wenn ab und zu mal Pausen drin sind, dann muss ich doch nochmal ein bisschen abhusten hier. Und schniefen muss ich auch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie viele Taschentücher ich heute voll gemacht habe. Es ist der Hammer. Aber wie gesagt, es geht schon wieder ein bisschen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass das auch wieder was wird. Wetter wird ja auch wieder schöner. Jetzt, wo die etwas kühleren Tage vorbei sind. Aber ich glaube, der Regen hat ganz gut getan. Und ich glaube, ich bin hier ganz gut in diese Base reingekommen. Und ihr seht das hier von unten. Ich glaube, die Miner, jemand hatte mir ja in den Kommentaren reingeschrieben, Toto, mach die Miner, wenn deine Lager, wenn du erstmal zwei Lager hast und hast 11 Millionen für die Miner. Und ich glaube, es ist eine nette Truppe. Und vor den Loons kann ich mir schon vorstellen, dass ich die Miner mache, auch für einen Clankrieg. Ist das sicherlich eine Truppe, die man überlegen kann. Und denn hier im Farmbereich, ihr seht das, das war jetzt keine abgefarmte Base oder irgendwie eine stillgelegte Base, also alles war aktiv. Warden, die Infernos und auch ja die Tesla sowieso, die brauchst du ja nicht nachladen. Aber der Sweetheart war hier halt ein bisschen semi-offline, so will ich es mal sagen. Ich habe mir den Clan danach nochmal angeguckt, ob es denn auch der richtige ist. Ja, es ist der richtige. Also nochmal Grüße an den Avatar, den kenne ich nämlich aus diesem Clan hier, und den Clan Besserwerder. Vielen Dank für dieses nette Geschenk hier. Fand ich wirklich, wirklich super, und genau solche suche ich natürlich gerade hier oben, wo schon mal so ein kleines Sekündchen mehr die Lupe geht. Ich hätte es auch nicht gedacht, vielleicht bin ich auch nur mal nass auf die Lupe, ob sie wirklich so grauenhaft ist, wie immer alle erzählen, oder ob man es ertragen kann. Aber teilweise, also auch nach diesem Gegner hier, habe ich ein bisschen länger gesucht. Und ich glaube, ich habe die, was habe ich, jetzt eigentlich die Karre eingesetzt? Nein, ich habe nur meine normale Clanburg eingesetzt, das seht ihr. Ja Leute, es ging doch auch vorher mit normaler Clanburg, sind wir mal ehrlich. Vorher, es gab die Karre ja nicht, 11 gegen 11, es gab keine Karre. Jetzt gibt es zwar die 12er, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, 12 gegen 12 benutzt die Karre. Aber alle anderen profitieren jetzt natürlich von der Karre. Und auch hier habe ich heute Abend mal zugesagt, dass ich eine Karre spende, und mittlerweile sind aber alle Karren verspendet hier. Aber es stand hier bis eben noch von knapp einem Tag her eine Karrenanforderung. Die hat jetzt sicherlich der RH12 hier zugemacht. Bis hier unten hin. Ich habe jetzt aber versprochen, ich mache ein paar Karren hier für den CK nachher im Schub. Denn ja, das Ding hier will ich mir nicht entgehen lassen. Also diese Trainings-Umsonst-Potion. Deswegen booste ich nachher noch ein schönes Stündchen. Und ich würde sagen, wir suchen uns trotzdem Angriff. 2 Stunden 53. Mittlerweile habe ich 3 Stunden Schutz hier. Das ist natürlich super. Aber super ist natürlich nicht die Lupe hier. Ja, und mittlerweile habe ich das Gefühl, ich muss hier auch mitnehmen, was geht. Also ein Rathaus 11er nehmen wir immer gern mit, 43er Queen hier, sicherlich ein bisschen Clanburg, aber auch die Infernos wieder auf Single, das ist natürlich super für diese Armee hier. Und ich denke mal, wir können, ich muss mal gerade gucken, was wir in der Clanburg haben. Wir haben zwar riesen einen Packer, okay, den könnten wir eigentlich Richtung Rathaus fahren lassen. Da hätte ich mich nur etwas eher entscheiden müssen. Okay, Toto, das ist natürlich doof. Trotzdem gehe ich hier im Moment mit dieser Truppe hier, deswegen die Miner, ja, so ein bisschen muss ich die einfach mal ein bisschen probieren. Ich habe im Moment ein paar zu viele Riesen dabei, das weiß ich, aber ich bin noch voll im Riesen-Event hier, denn ich habe auch mit meinem Main-Account hier, also mit diesem Account, nicht wirklich viel schaffen können in den letzten Tagen, denn ich war ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen CK hier geschaut, habe ein bisschen CK da geschaut und habe einfach mal bei meinen Neunern ein bisschen um die Ecke geguckt, war auch ganz nett, aber wie gesagt, der 12er ist schon sehr, sehr gefragt, gar keine Frage. Ich hoffe, die Queen geht jetzt nicht nochmal zurück, nein, ich denke mal, die geht nicht nochmal zurück. Dann senden wir hier mal unsere Clanburg und auch unsere restlichen Truppen rein. Bowler können hier ruhig außen lang gehen, irgendwas wird hier jetzt gleich in die Mitte gehen, gar keine Frage. Und ich muss die Queen noch nicht wuteln. Die Riesen sollten da irgendwie reingehen. Das wäre ganz nett, dass die so ein bisschen Feuer auf sich ziehen. Jetzt nehme ich die hier doch mal ein bisschen in Wut und komme jetzt von dieser Ecke hier mit meinen Minern rein. Die lasse ich hier einfach jetzt mit reinlaufen, beziehungsweise rein sprinten. Einmal ein bisschen Gift hier auf die Queen. Ich glaube, das ist ganz gut. Mein King geht leider außen lang. Ah, das ist auch nicht so schlimm. Dann nehmen wir die hier nochmal in Wut. Und die Queen, ja, die ist jetzt schon mal down hier von den vielen Minern. Die kriegen jetzt allerdings ein bisschen viel Beschuss in der Mitte. Da müssen wir eben mal sehen. Einmal kurz den Warden gezündet.
Jetzt sind die so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Oh, ich habe nur noch einen Zauber. Aber ich habe noch reichlich Truppen. Sowohl die meiner als auch noch da hinten meine Riesen sind. Oh, ja. Ja, ich habe keine Spells mehr left, weil ich gerade den Heil gesetzt habe. Das weiß ich. Und hier außen, ah, da ist nicht mehr viel über von den Meilern. Vielleicht war der Angriff doch nicht so optimal. Aber in der Mitte sehe ich gerade meinen Päcker, der hier noch für einiges an Cleanup sorgt. Die Riesen sind noch in Heil. Die müssen jetzt nur das Tank übernehmen. Aber es ist auch nicht mehr wirklich viel Defense da. Wir können die Queen hier zünden. Ja, so sieht es hier im Moment aus. Ich mache einfach ein paar Pokale. Mache ein bisschen was an Lot. An Elex brauche ich ja im Moment nichts. Denn es gehen gleich oder in so ein paar Stunden eh nur noch 500.000 bei mir rein. Dann habe ich die 11 Mille. Die habe ich sowieso schon, weil meine Treasury oder meine Clanburg pickepacke voll ist. Und ich glaube, den haben wir hier ganz, ganz gut mitgenommen. Wir hauen hier auch gleich unseren Schub weiter rein. Das war mindestens noch ein Angriff. Ja, doch mal mit der Karre sehen. Komm, ich mach mal die Karre. Wo wir schon bei der Folge sind. Karre, Karre, Karre. Eieiei, überall schreien sie nach den Zwölfern und nach der Karre hier. Eieiei, es ist ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, einige 275, okay, da muss ich einmal, ich glaube, ich muss einen Bogenschützen rausnehmen, dann passt das. Ja, da passt das und dann hauen wir hier mal einen Schub rein, dass wir wenigstens noch einen zweiten Angriff hier hinkriegen. Use this. Und wir nehmen hier ja, die Umsonst-Potions wieder rein, haben das Ding wieder voll gemacht. Super Sache, ich bin echt gut zufrieden. Kann jetzt auch wieder die eine oder andere Karre dann nachher verspenden. Und ihr seht das hier bei mir im Labor, läuft das Ding in 47 Minuten aus. Und sind wir mal ehrlich, dann kostet die Karre hier schon 150.000. Und wenn ich dann immer... Ach nee, stimmt gar nicht. Doch, 150.000. Und wenn ich dann immer 4 Karren verspende, dann sind das mal eben 600.000 Gold. Und da kann mir nicht jeder sagen, ach komm, das ist ein Farmangriff und dann ist das wieder drin. Nee, das ist nicht unbedingt wieder drin. Manchmal triffst du halt einen Gegner, der hat nicht so viel, aber hat vielleicht viel von dem anderen. Und die Bauzeit ist dann nach wie vor, wir gehen nochmal rein, echt nicht vom Pappe. Das Ding hier braucht an Bauzeit, steht hier gar nicht. Wieso steht das hier gar nicht? Wieso steht hier gar nicht die Bauzeit? Housing, Moving, Area Splash, Gold, Hit Points, Damage. Aber es steht gar keine Bauzeit dabei. Overview in Battle. Habe ich jetzt was verpasst? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Wieso steht mir die Bauzeit nicht bei? Aber die Bauzeit ist nach wie vor, glaube ich, 24 Minuten für dieses Teil hier. Und aber tatsächlich, ich finde die Bauzeit hier bei beiden Sachen nicht mehr. Hm. Echt komisch. Sonst stand hier immer bei. Okay, ja, dann steht sie, oder, ach nee, die steht hier mit bei. Die steht hier mit bei, Army, Train Troops, ach nee, die steht da auch nicht mit bei. Bei den anderen steht die Bauzeit mit bei. Ihr seht das, Training Time. Die Training Time steht hier bei den Maschinen einfach nicht bei. Da muss ich mal gucken, wo man das eigentlich findet. Oh, 3 Taschentücher weiter, war es denn doch mal so weit, dass wir hier so einen netten Gegner gefunden haben. Schönes Ding hier, schöne Base, schön voll für uns aus. Champion 1 vor allen Dingen, okay. Und jetzt vergesse ich es aber mal nicht auf meine Karre umzustellen. Also wir nehmen hier mal die Karre. Ich gucke mal, weite Mauern, kleine Mauern. Ich würde ganz gerne die 40er Queen als erstes hier aus dem Rennen nehmen, glaube ich. Das machen wir auch. Ja, ich weiß, mich langweilt so ein bisschen der Queenblock auch, aber ich will das Riesen-Event packen. Und so packe ich es eigentlich auch. Es ist nicht so wirklich meine Armee hier. Manchmal ist es halt so ein bisschen Event-like. Und mal sehen, ob die jetzt noch einen Schritt... Na komm. Hallo, ihr Mädels. Macht doch mal noch einen Schritt aufeinander zu. Traut euch mal ein bisschen, dass ihr ein bisschen aneinander kommt. Ja, so mag ich das doch. So finde ich das gut. Okay, dann ist sie schon mal weg. Jetzt gucken wir mal, ob die rechts oder links hingeht. Es war so klar. Ich wollte jetzt gerade schon hier unten meine Riesen setzen. Jetzt muss ich sie nämlich oben setzen. Also hier in dieser Richtung. Denn ich habe immer dann so ein bisschen Hoffnung. Dann kriegen die so ein bisschen Heil. Also wenn die jetzt drauf gehen. So, meinen Dicken hier mit rein. Die Karre hier vor allen Dingen mit rein. Ich habe ja keine Mauerbrecher dabei. Da muss die Karre jetzt mal Mauerbrecher spielen. Ich habe immer noch offen die Miner. Ich gehe mal ein bisschen... Hallo, ich habe gesagt, ich gehe ein bisschen näher für euch rein. So, jetzt geht's aber. So, ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein. Die Bowler können hier jetzt so ein bisschen, können die Bowler hier mit reingehen. Es wäre nicht ganz schlecht. Ich habe natürlich wieder einen Packer dabei. Und ihr seht, dass die Maschine, boah, sie hält ganz gut durch. Da kommen jetzt allerdings schon die
ersten kleineren Trüppkis raus und die Maschine ist immer noch dabei. Jetzt muss ich mich nur für eine Seite entscheiden, von wo ich mal meine Miner schicke. Ich glaube, ich schicke sie mal von hier. Ich schicke die jetzt mal von hier rein. Ich weiß, die müssen jetzt tanken, das ist nicht ganz so nett. So ein paar gehen nach außen, aber ein paar werden auch nach innen gehen. Die muss ich noch nicht mal so ganz großartig durchheilen. Die heilen wir hier mal durch. Und ja, so ein Elfer. Ein Elfer wird immer gern genommen. Vor allen Dingen mit 7 Pokalen ist ja auch nicht schlecht. Also hier oben erwarte ich jetzt nicht mehr so ultra viele Pokale. Muss ich mal so sagen. Und das sieht ganz gut aus. Ich glaube, ich brauche nicht mal mehr meine ganzen Zauber hier. Ja, den haben wir gut gemacht. Er hatte natürlich auch den Flächenschaden im Ausbau. Also vielen lieben Dank hier den Sergio für die nette Base hier, für den Lot und für die Pokale. Ist echt klasse. Und versprochen ist versprochen und wird auch von mir ja nie gebrochen, das wisst ihr. Das wisst ihr genau, das mache ich nie. Und deswegen gönnen wir uns in dieser Folge natürlich auch noch die Maschine auf Level 3. Also die nächsten Folgen seht ihr dann mit der Max-Maschine. Und wir gönnen uns auch, glaube ich, das letzte Lager, damit ihr seht, dass ich die Miner anstoße. Ich höre auf euch, also die Community, auch wenn es nur ein, zwei geschrieben haben, macht die Miner. Ich glaube, ich mache sie auch. Ich warte jetzt nicht ein, zwei Tage drauf, dass ich meine Loons anstarten kann. Also erstmal hier gequicktrained. Ich brauche gar nicht so quicktrained, glaube ich. Denn ich kenne meine Armee hier, 1, 2, 3, 4. Ich kenne meine Armee doch nicht. 20, 5, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Stück muss ich mitnehmen. 20 von den Yogis hier. 20 nur. Ein paar Bowler, die kann ich nachher auch verspenden. Damit bin ich schon fast voll. Die beiden noch dabei. Passt. Passt. Und da machen wir unsere Maschine, wie auch versprochen. Jetzt hier, ich fordere hier nochmal an. Ein paar Boden und Wut. Oh, immer noch so viel Schild hier. Und ich kann gleich wieder angreifen. Ich bin richtig, richtig geflasht, was das kleine Boosten hier angeht. Also machen wir hier nicht die Treasury. Ich bin gerade ganz verwirrt. Was mache ich denn eigentlich? Nein, das mache ich auch nicht fertig. Aber ihr seht, das Town Hall läuft auf Level 5. Ist auch richtig nett. Und hier unten. Ich wollte die Karre fertig machen. 9 Gems, das gönnen wir uns eben. Also Karre ist completed auf Level 3. Und wenn wir sie denn jetzt bauen, haben wir jetzt hier mal eine Zeit. Ich habe immer noch keine Zeit gefunden. Aber ihr seht das hier. Nein, 30 Minuten läuft sie. Also 2 Stunden für 4 Karren. 2 Stunden für 4 Karren. Also doch nicht. Also noch länger, als ich gedacht habe. Okay, die läuft nun im Boost. Aber ich habe die Karre hier. Ich brauche das eine Lager, was nur so ein paar Stunden läuft. 7 Stunden. Das brauche ich, damit ich 11 Millionen hier reinbringen kann. 11 Mille, 11 Mille. Ja, jetzt haben wir einen Bauarbeiter frei. Den schicke ich gleich hier übrigens mit dem Tesla auf die Reise. Aber erstmal. Oh, grauenhaft meine Nase, entschuldigt bitte. Collecten wir das hier raus, sonst wird das ein bisschen viel. Also wir haben die 11 Millionen. Wir können hier weiter forschen. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also 11 Millionen, die meiner 14 Tage, da gehen sie auf die Reise. Ich bin echt gespannt. 70 Hitpoints dabei, 8 Damage per Seconds nochmal dazu, also 120 pro Sekunde nochmal dabei. Ich bin echt gespannt, wie die demnächst rocken. 14 Tage müssen wir leider warten. Und wir sind unserem Hammer auch ein bisschen näher. Ja, noch 6 Angriffe, ganz, ganz locker. Dann weiß ich auch schon, was wir machen. Aber das werde ich euch in der nächsten Folge denn erzählen. Kann ich hier noch was rausholen? Ah ja, wir können auch ein bisschen Elex rausholen, sonst kann ich ja nichts mehr nachbauen. Und ich werde jetzt noch ein bisschen Büsche grasen etc. Werde den kleinen den kleinen Tesla hier anwerfen. Ich hoffe, die verschnupfte Folge hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Wir sehen und hören uns ganz, ganz sicher. Bis dahin, winke, winke, euer Toto. Flashed.